Ja, hallo lieber Martin, also erstmal herzlichen Dank für deine Zeit und für die Möglichkeit, dass wir uns austauschen über die Zukunftsoptionen in der Bildung. Unser Modul 5 im EBMOK dreht sich ja um die Zukunft, wie geht's weiter? Und in diesem Jahr reden natürlich alle nur von KI. Und da ist die erste naheliegende Frage an dich: Machen wir da einen Fehler, wenn wir uns jetzt nur auf die KI konzentrieren? Geht es jetzt wirklich nur um KI oder was steht jetzt wirklich an oder was steht im Mittelpunkt? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Wird das also so beantworten? Es gibt immer wieder Wellen von verschiedenen Dingen, die wichtig sind. Und natürlich ist jetzt KI in aller Munde, weil es natürlich entsprechende Tools und Applikationen gibt, wo jeder Mann und jede Frau jetzt natürlich Dinge ausprobieren kann und die Vorstellbarkeit, was KI leisten kann, größer wird. Und umgekehrt muss man natürlich sagen, eigentlich dreht es bei uns sich immer um die Begleitung und Möglichung von Bildung und wie wir mit digitalen Technologien umgehen. Und ja, jetzt ist das einmal im Vordergrund, aber man wird auch da lernen, wie man richtig damit umgeht und dann wird es in die nächste Welle gehen. Aber ist natürlich ein wichtiger Entwicklungsschritt. Okay. Ja, Stichwort, es geht eigentlich um Bildung. Danke für diese klare Aussage. Ja, es geht um Qualität in der Bildung. Jetzt mit diesen einfach zugänglichen Instrumenten wie zum Beispiel ChatGPT kommt jetzt ein völlig anderes Erleben auf uns zu. Also das ist für uns eine neue Erfahrung. Bisher, wenn irgendeine Instanz so verständig und elaboriert über alle möglichen Themen in einem derartigen Tempo mit uns gesprochen hat, dann war das ein Akademiker oder eine Akademikerin oder zumindest Maturantin. Jetzt ist das eine KI, die kein Wort versteht von dem, was sie sagt eigentlich. Ja. Und in der Situation hast du was getraut, eigentlich was sehr Mutiges, ganz am Anfang, im ersten Quartal oder ersten Halbjahr schon 2023. Und zwar hast du einen ganzen MOOC, euren SocialTech-MOOC mit KI-Anwendungen erstellt. Und da möchte ich dich einfach fragen, was waren denn da deine wichtigsten Erfahrungen oder was hast du da mitgenommen? Was kannst du da berichten? Ja, also angefangen hat es eigentlich mit der Idee, dass die ganze Welt darüber diskutiert, über KI natürlich. Und ich wollte eigentlich nicht in die Diskussion einsteigen über Gut oder Böse, sondern wir haben eigentlich die Idee verfolgt, was kann man wirklich damit machen, was geht nicht und kann man sich ein Bild machen davon, ne? Und über was reden wir eigentlich? Und so ist die Idee entstanden und habe also damals ein kleines Team formiert, wo ich gesagt habe, ich versuche Studierende zu begeistern für die Idee und schaffen wir es doch, einen kompletten Online-Kurs einfach KI-generiert zu machen. Wie weit geht das überhaupt? Also ohne wirklich im Detail zu wissen, ob uns das also grundsätzlich glückt und andererseits also auch um der Welt Möglichkeiten zu geben, über das sie wirklich diskutieren kann, weil das ist das, was KI jetzt kann oder auch nicht kann. Und das haben wir also gemacht. Wir haben tatsächlich also 8 Module gebaut, ja, also aus unterschiedlichsten Themenfeldern. Wir haben die KI auch gefragt, also wie heißen die Module, was sind die Lernziele und so weiter. Also keiner von diesen Texten stammt also aus unserer eigenen Feder. Und haben gepromptet im Prinzip, das hat also eine Studierende gemacht, die hat sich mit ChatGPT beschäftigt und die anderen beiden haben also dann diese Texte genommen und haben sie in Videotools und Audio-Tools gesteckt und versucht, also daraus Videos zu generieren, die also aus der KI sind. Ne? Und wir haben natürlich die Self-Assessments von der KI generieren lassen und sie gefragt, welche Fragen würde sie stellen und so weiter und so fort. Und was uns sehr wichtig war, ist auch alles zu dokumentieren. Also es gibt immer so, glaube ich, einen berühmten orangen Strich in diesem Online-Kurs und darunter ist dann die Dokumentation, wie wir zu den Ergebnissen kommen, damit auch jede Person das nachvollziehen könnte. Und haben geschaut, was passiert und haben uns auch in den Modulen, und das war für uns eher so ein bisschen das Lustige an der Geschichte, mit verschiedensten Dingen beschäftigt. Also einerseits also mit verschiedenen Videotools, mit verschiedenen Audio-Tools, auch geschaut, also was macht die KI oder wo geht es gar nicht. Dann ist das wieder geändert worden, weil also die Bewegungen nicht so gut waren und so weiter und so fort. Und haben also auch geschaut, also wo gerade die Grenzen, vor allem im Bereich Audio-Video sind, weil wir dort also höhere Mächtigkeit erwarten im Sinne der Umsetzung. Also ChatGPT haben wir einfach gefragt, reden lassen, weil waren ja grundsätzlich auch sehr, sage ich mal, auf einer gewissen Metaebene die Interviews geführt, weil es ja um Begrifflichkeiten, Einschätzungen geht und so weiter und so fort. Also das haben wir im Prinzip also erstellt, ist von der Machbarkeit, hat gut funktioniert, sage ich einmal.
Die Videotools sind meistens alle kommerziell gewesen, weil die einfach ab einer gewissen Dauer und Rendering und so weiter Geld verlangen. Das heißt, das kann man also mit offenen Tools sehr schwer machen, sage ich mal. Aber, und wir haben auch gesehen, dass es deutliche Unterschiede gibt und dass auch gewisse Tools im Englischen besser performen, dass zum Beispiel typischerweise Handbewegungen schlecht sind und so weiter. Diese Dinge haben wir da alle erfahren dürfen, und aber grundsätzlich hat es dann ganz gut geklappt. Ja. Danke. Das meiste davon kann man ja einfach auch nachlesen, wie du schon gesagt hast. Nachschauen. Ja. Nachschauen, ja, noch besser. Nachschauen sollte man das. Genau. Und ihr habt ja da sicher auch so wie, also Kontrollaufgaben gehabt, mindestens redaktionelle Aufgaben. Man muss sich eben anschauen, wie ist die Qualität, ja. Also sei das jetzt eben bei komplexeren Anwendungen wie im Video, das erstellt wird oder so, aber auch schon auf der Ebene von den ChatGPT-Outputs, ja. Stimmt das, was da steht, was mir da vorgeschlagen wird und was da produziert wird, kann ich da übereinstimmen damit? Sind das überhaupt die Schwerpunktsetzungen, die ich selber vornehmen würde? Ja? Also es braucht eine Fachkompetenz. Was würdest denn du meinen oder was kannst du uns darüber sagen? Welche Kompetenzen braucht es denn jetzt noch im Umgang mit generativer KI? Was braucht man denn? Was muss man wissen und können, um damit jetzt gut umgehen zu können? Ja, also bei den Texten ist, wir haben versucht, ja, das auch zu evaluieren. Wir haben also einerseits in diesem Forum Diskussionen angezettelt, wie Personen das einschätzen und wie gut sie das jetzt finden. Ja, also auch vom Text und von den Bildmaterialien und so weiter. Und das geht immer so ein bisschen zweischneidig aus. Manche sind ganz begeistert, manche sagen, ja, das erkenne ich sofort, dass das eine KI ist. Und dann haben wir, das läuft jetzt gerade noch, eine Begleitforschung, wo wir versuchen, den Inhalt zu beurteilen. Das heißt, wir haben diese Videos tatsächlichen Fachexperten und Expertinnen gegeben und haben gebeten um eine inhaltliche Abschätzung. Und was ich da als Vorwieso quasi geben kann, ist eigentlich, weil ich es ja auch selbst in meinem Bereich gemacht habe, dass eigentlich der Text jetzt nicht schlecht ist, auch nicht primär falsch, ja, aber halt eigentümlich, ja, sage ich einmal als Fachexperte. Und ich habe das dann für mich persönlich so zusammengefasst, dass dem Text irgendwie die Textintelligenz fehlt. Ich würde es nicht so beantworten. Also ich sage, es steht nichts Falsches da. Ich wundere mich, warum das vielleicht gerade Schwerpunkt ist. Ja. Wahrscheinlich, weil die KI das trainiert hat im Hintergrund, technisch gesagt. Aber ich würde mich wundern, warum das so betont wird. Und ich hätte wahrscheinlich, würde ich es anders angehen, ja, wenn ich diese Frage gestellt kriege. Aber und das ist eine Form, wie man Texte schreibt und macht und versucht, mit der Zielgruppe zu arbeiten, um ein gewisses Verständnis zu erzeugen. Und das merkt man dem Text an, das fehlt dem offensichtlich. Und das macht diesen Unterschied aus. Also wirkt es nicht schlecht, aber eigentümlich. Also man hat so das Gefühl, weiß nicht, ob das komische Experte, hätte ich gesagt. Ja, so irgendwie. Und, aber es war nichts Falsches. Also und natürlich ist dann schwierig, weil jedes Thema bin ich auch nicht Fachexperte. Und da weiß ich dann halt vielleicht weniger, ist das jetzt eigentümlich oder nicht. Also für meinen Text kann ich das relativ klar sagen. Das heißt, wenn ich Qualität sicherstellen will, dann brauche ich die Fachexpertise, um diese Feinheiten unterscheiden zu können und um dann auch den Menschen, für die ich Bildungsinhalt produziere, so ein Qualitätsversprechen auch einlösen zu können. Da brauche ich die Fachexpertise. Genau, also nüchtern sagen würde ich sagen, also man braucht die Expertise, in dem Fall ist eigentlich, ich kenne mein Fachgebiet, ich kann das vermitteln und ich kann mich unterstützen lassen, aber ich kann natürlich schwer die Produktion des Textes abgeben. Ich kann es nicht abgeben. Wenn ich weiß, was ich will, dann ist es perfekt. Wenn ich es nicht weiß, wird es schwierig, ja? Weil dann könnte mir wahrscheinlich wie am Wirtshaustisch jeder was erzählen dazu. Dann kommen wir auf ein Wirtschaftstischniveau hin. Ne? Vielleicht auch gut, ja. Lass mir jetzt dahingestellt. Ja, genau. Ja. Ich finde schön, dass du auch diesen Begriff der Textintelligenz dafür verwendest. Das habe ich so noch nie gehört. Ich arbeite ja selber in einer Redaktion und eben auch sehr viel mit Texten und habe oft eben den Eindruck, es ist ein bisschen trivial und die Schwerpunktsetzungen sind ein bisschen eigentümlich, ja, ein bisschen trivial. Jetzt habe ich einen Begriff dafür, ich würde das jetzt eben mit Textintelligenz sehr schön umschrieben finden. Ja, ja, wobei sich die Intelligenz nicht auf den Inhalt bezieht, sondern auf diese Text, wie baue ich den Text auf, was mache ich damit? Also ich würde als Mensch anders agieren. Die Frage ist natürlich, dass natürlich irgendwann die KI das auch irgendwie sich antrainieren kann, sage ich einmal. Das ist erwartbar, ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, dort erkenne ich derzeit also die wirklichen Schwächen, dass ich sagen könnte, ja, das ist also, da ist die Expertise eben, das ist meine Kompetenz, die ich habe und der Rest, den kann die KI auffüttern. Ja. Genau, genau. Und dann hängt natürlich das Ergebnis noch immer von den Prompts ab. Also das berühmte Prompting wird ja jetzt gerade so eine Wissenschaft für sich. Jetzt gibt es irgendwie Mega-Prompts und es gibt
Ja, also Kettenprompts und es gibt Chain of Thoughts und es gibt alles Mögliche, womit man und Kontextinformationen, genaue Zielinformationen und alles, was man eben so mitliefert, um ein gutes Ergebnis zu bekommen, kommt darauf so sehr an. Ist das Nein, so es stößt wichtig? Was ist eigentlich da aus das meiner Sicht in die Zentrale? gleiche Richtung, weil ich stelle jetzt die Fragen an den Text. Ja, also genau das Thema, das ich als Experte hätte, ist, dass mir das fehlt und deswegen frage ich nach und im Nachfragen bekomme ich dann diese Teile natürlich auch zurück und setze mir quasi den Text neu zusammen. Und ich sage jetzt einmal, ob die Füllwörter dann so oder so sind, ist mir als Experte oder Expertin egal, sondern ich möchte diese Dinge hier haben und dann schönen Text darum produzieren. Und man hat jetzt quasi eigentlich mehr Gestaltung im Text als eigentliche Tipparbeit, sage ich einmal und kann man, glaube ich, also durch dieses geschickte Prompting dann wahrscheinlich tatsächlich sehr gute Texte erzeugen, die hohe Qualität haben, aber es ist nicht so, ich schreibe einen Prompt, ich kriege den Text und ich bin fertig, sondern ich muss mich heute halt in einer anderen Form mit diesem Text beschäftigen. Das ist eine neue Herausforderung und aber ich merke einfach, man kriegt dann auch qualitativ hochwertige Texte. Also ich war immer sehr beeindruckt, dass ich sage, na bitte noch gendern und dann ist das auch perfekt in Gendersprache da. Also das kann ich mit meinen Suchen ersetzen nicht so gut machen. Ja? Also das ist ganz nüchtern, weil ich übersehe wieder irgendwas. Ne? Und da muss ich sagen, tatsächlich hilfreich. Und im besten Fall werden wir ja in der Auseinandersetzung mit der KI, also im konkreten Dialog mit ChatGPT, selber fachlich besser und genauer, weil wir ja was korrigieren oder redigieren und uns genau überlegen müssen, warum redigiere ich das, was redigiere ich da und lernen vielleicht auch was dazu, also textlich und fachlich. Das wäre sozusagen eine positive Vision, wenn ich jetzt streue mal so ein. Ja, also das ist klar, weil natürlich jetzt, sage ich mal, die Ressourcen andere sind, weil die Stärke der Maschine ist ja quasi auf Ressourcen zuzugreifen und zu lernen aus unterschiedlichen Ressourcen, die ich als Mensch nicht mehr beherrschen kann, weil dort ist es ja spannend natürlich. Und ich komme natürlich auch auf neue Dinge drauf und könnte dann danach fragen, so, so gibt es vielleicht was Neues und das kann ich noch hinterfragen und auch einbauen und kann also, so würde ich auch bei normalen Texten vermutlich vorgehen, indem ich sage, ja, jetzt habe ich eine neue Publikation, die baue ich auch wieder ein. Jetzt hilft mir da irgendjemand mit auf irgendeine gute Art und Weise und dass das immer besser wird, ist in der Logik der Zeit, ja. Ist eigentlich in der Logik der Sache. Du hast das ja schon erwähnt, du hast in deinem MOOC sehr viele unterschiedliche also KI-Anwendungen getestet und auch vieles machen lassen, also wirklich so von Texterstellung, Videoerstellung, die Stimmen, die Avatare, das war alles KI generiert. Wo würdest du jetzt so in der Bildung die Anwendungspotenziale von KI und besonders von generativer KI sehen? Wofür können wir das jetzt verwenden im Ja, also Bildungsbereich? eigentlich genau von dem ich geredet habe, ich könnte meine Arbeit damit qualitativ besser machen. Ja, und das ist natürlich eine spannende Geschichte. Das heißt also jetzt Texte zu generieren, die besser, auch inhaltlich besser werden, ist natürlich etwas, wo ich sage, das ist eigentlich das ureigenste Eigenschaft der digitalen Technologien, dass sie uns unterstützen sollen. Das quasi heißt nicht, dass ich quasi keine Expertise mehr brauche, weil dann kann ich es nicht beurteilen. Ne? Und das ist eigentlich eine sehr schwierige Frage, wie viel Expertise brauche ich, um einen qualitätsvollen Text produzieren zu können, ja? Also in diesem Bereich. Ja? Das ist eine Diskussion, die haben wir schon, weiß nicht, 2000 geführt, wie die Wikipedia dahergekommen ist. Ja? Also das bloße Abschreiben ist es nicht. Ne? Man muss das ja auch verstehen. Und dieses Verständnis und Verstehen ist tatsächlich die schwierigere Aufgabe, als einen plumpen Text zu schreiben, also irgendwo ein Referat hinzuschmieren, sage ich einmal. Und da ist es tatsächlich, was muss der Mensch alles wissen, um quasi das wirklich gut anwenden zu können, zu wissen kritisch, ob das stimmen kann und so weiter. Also ist tatsächlich eine Riesenherausforderung für die Menschheit und die Gefahr ist natürlich, dass man dann irgendwann sagt, wird schon stimmen. Und das ist natürlich aber ja Weil es so schwierig, humanoid daherkommt, weil dieses es halt Wort so sozusagen. natürlich wirkt, jetzt sage ich einmal, ja. Aber nur einmal zur Frage nach den Anwendungen. Also du hast gesagt, wir können besser werden, wir können schneller werden. Das betrifft wahrscheinlich alle Produktionsschritte von Bildungsmaterialien, Bildungsangeboten, Bildungsressourcen. Ja, also wie gesagt, also wenn man darüber nachdenkt, also ich kann heute Zusammenfassungen generieren lassen, Inhaltsverzeichnisse, ich kann Übersetzungen machen, das ist alles schon mittlerweile KI gestützt heute, ja, auch wenn wir es vielleicht noch nicht wahrhaben wollen, aber es ist sowieso schon so. Und dort natürlich ist es sofort augenscheinlich, dass man sagt, also das hilft natürlich, also dass ich ein Abstract jetzt mühselig von Hand übersetze und da wäre es natürlich naheliegend, den einmal der KI zu geben und den dann zu redigieren, geht schneller, vielleicht sogar besser, und von dem her muss ich sagen, ja.
Genau. Also da kann ich auch nicht stoppen und sagen, nee, das macht keinen Sinn oder so, weil ja, das ist ja für das genau gedacht worden. Genau, genau. Was macht keinen Sinn? Also was wäre das, wo man sagt, das geben wir wirklich nicht an der KI oder das sollte man ein Sprachmodell nicht fragen? Was fällt dir da ein? Gibt es das auch? Naja, also wie soll ich sagen, sobald es auf emotionale, persönliche Verständnisebene geht, weil das ist eine Maschine, die wird gefüttert mit Daten und die ist nur so gut, wie die Daten da liegen. Und sie liegen ja deswegen da, weil halt andere Menschen vielleicht schon so in die Richtung damit gearbeitet haben. Aber das heißt nicht, dass sie daraus die Wahrheit produziert, sondern man kann sehr stark auf Fakten basiert gehen, natürlich auf Tatsachen basiert gehen, auf Dinge, die klar sind und eh schon logisch, aber halt auf neue, kreative Dinge und wirklich Verständnis und Fragen. Also verstehst du das? Das ist also etwas, das mag zwar lustig klingen, aber das ist natürlich, ich rede immer noch am Ende mit einer Maschine, die nur, auch nur so gut sein kann wie die Leute, die irgendwas gefüttert haben. Und das ist, ich glaube, dort muss der Mensch dann sein Hirn einsetzen. Ja, klar, genau, genau. Also es ist eine Maschine, es muss uns immer klar sein, es versteht uns nicht, es weiß nicht, was es sagt und es hat keine Gefühle natürlich. Und wenn ich nach Quellen frage, sollte mir auch immer bewusst sein, wie sozusagen neu oder alt der Datensatz war, mit dem die Maschine trainiert worden ist und ob sie jetzt aktuell an Web Access über Plugin oder sowieso schon als Standard zugeschaltet hat oder nicht. Das muss ich mir einfach alles überlegen. Das heißt, ich brauche schon so ein grundsätzliches Basiswissen über die Funktionsweise der jeweiligen KI-Anwendung und ich glaube, dieses Basiswissen werden wir alle brauchen und es liegt sicher ein Stück in der Aufgabe der Bildungseinrichtungen und da besonders auch der Erwachsenenbildung das Basiswissen zu vermitteln, weil ich nehme mal an, die junge Generation wird da weniger Probleme haben, nicht? Also weil die wird von vornherein wissen, okay, das ist eine KI, wir tendieren das zu verwechseln, ja, eine KI mit einem Menschen, weil wir einfach jahrzehntelang so verständig nur mit Menschen gechattet haben. Ja, und es wird jetzt wieder schwieriger, also Referate nachzuvollziehen, weil jetzt kann man die KI ein bisschen anders prompten, dann ist es nicht mehr so klar, dass es jetzt die Wikipedia als Vorlage war. Genau, genau. Ja, so ist es sicher. Also vielen Dank, jetzt haben wir viele Erfahrungen von dir mitnehmen dürfen. Wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen darf, es geht eigentlich nicht um KI, es geht um qualitätsvolle Bildungsprozesse. KI ist aber jetzt überall dabei, erleichtert, beschleunigt und verbessert die Produkte und Instrumente, die wir für Bildungsprozesse zur Verfügung stellen, aber auch generell in unserem Leben nutzen. Das heißt, es ist einfach notwendig, dass wir uns mit KI auseinandersetzen. Als Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner natürlich ganz besonders. Und gibt es da irgendwas, was du uns noch mitgeben kannst für diese Auseinandersetzung? Das wird uns ja die nächsten Monate und Jahre beschäftigen. Also vielleicht hast du da noch irgendwas, was du uns an die Hand geben magst? Zwei Aspekte für mich sind im Wesentlichen. Das eine ist, man soll natürlich grundsätzlich sehr aufgeschlossen dem Ganzen sein, weil sehr viel möglich gemacht werden wird. Man muss sich immer vorstellen, dort wo Daten sind, können Daten gesammelt werden und aus diesen Daten was generiert werden. Mhm. Und das heißt, man kann in sehr viele unterschiedliche Richtungen gehen, dass man viele Sachen, die wir also manuell nicht verarbeiten könnten, dass man sagt, man gibt einen riesigen Datensatzpool hinein und versuche daraus also was zu generieren und die wichtigen Aussagen heraus extrapolieren und das wird trainiert und so weiter, sind einfach Dinge, die wir heute nicht mehr schaffen würden anders, weil einfach zu viel produziert wird, sage ich einmal. Das, also die Übersicht kann niemand wahren und da gibt es Möglichkeiten, sage ich einmal, die tatsächlich gewinnbringend sind und vielleicht uns schneller an eine Lösung heranführen als vor vielen Jahren. Und das andere ist natürlich auch, dass man kritisch denken ganz stark in den Vordergrund stellt. Also es geht also nicht darum, quasi einen guten Text zu machen, sondern diesen Text kritisch zu hinterfragen, also ob das, was hier steht, generell stimmen kann. Das ist auch keine einfache Kompetenz, weil es natürlich also immer einen herausfordert zu sagen, ja, also was steckt dahinter, wen könnte ich sonst noch, oder kann das stimmen, was die KI sagt, eben weil es maschinell generiert ist. Fehler werden immer passieren, das ist ja auch was Urmenschliches. Ich sage immer nur, die KI, die zeigt uns, wie wir viele Fehler wir Menschen machen. Ne? Das wäre auch natürlich
natürliches Verhalten und von dem her muss man einfach auf das aufpassen. Und es gibt schon Schwierigkeiten wie verschiedene Biase und so weiter, die natürlich in der Sache liegen. Einerseits durch das Training und weil man auch sieht, dass die Menschheit manchmal vielleicht genau so einen Bias drinnen hat. Und dann, warum soll die KI anders agieren? Ja. Und das ist eher grauslich, wenn man das sieht, wie uns der Spiegel vorgehalten wird. Ja, dann nehme ich das nicht als Schuld der KI, sondern als Schuld der Gesellschaft und sage, wir müssen dringend was tun, weil offensichtlich bleibt das über am Ende vom Tag und das darf eigentlich nicht sein. Mhm. Und diese Dinge müssen wir uns halt annehmen als Menschheit, weil sonst überrollt uns die Technologie, die lässt sich also in dem Sinn, wie wir wissen, nicht wirklich aufhalten und da muss man gegensteuern. Und ich hoffe, das wird so auch von der Gesellschaft aufgenommen. Ja. Mhm. Danke, Martin. Also ich nehme jetzt nochmal mit, wach bleiben, mitdenken und aufpassen. Okay. Danke dafür. Ja. Wir werden viele dieser Themen im Rahmen dieses EBMUG Modul 5 vertiefen und ich freue mich schon sehr drauf und freue mich sehr darauf, wenn Sie dabei mit uns dabei bleiben. Danke. Gerne.